Servus, Kameramann, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. So, wir sind immer noch im Eisklan-Dorf, oder Dorf des Eisklans. Während sie das gerade diesen Typen hier anrennen lässt und. Oder Chad ihn erledigt. Und sich einfach nach hinten die Runde. So, du gehst auf Azura, das ist nicht cool. Autsch! Damn it! Okay, aber du kannst jetzt vielleicht ein Level up endlich holen. Leg mal Azura wieder hoch. Ja, endlich! Ob das die Arbeit erträglicher macht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. So, Selgi. Also, du deinen Job mal zu Ende bringst. Diesen Typen hier erledigst! Erledigt. So, weiteren Text. Das Dorf versuche ich jetzt noch nicht. Dass ich wieder, oder diesmal lasse ich es Twire machen, dann kann der Sucher nämlich noch was machen danach. Ansonsten haben wir den Dienstmarkt. Wer darf denn die erledigen? Ich würde sagen, so viel mit einer Wurfkeule. Und. So, du hast. Kannst dich heilen. Wie geplant. Wow, das war auch nicht schnell. Aber sie kommt jetzt zum zweiten Angriff, weil mein Schatz so denkt, stirb! Erledigt. Silber Shuriken. Ja, das ist gut. Das wäre was für... wie sie jetzt geheilt? Ach, ihr Glück, okay. Ja, was genau für den, ne? Für Asugi. Du nimmst erstmal deinen Meistersiegel her. Du bist zum Diener. Passt einfach besser zu ihm. Als der Stratege. Tolle neue Aufgabe. Tja, du kommst doch nicht aus dem Arbeiten raus, ne? Sakura, halt ihn mal. Gib mir doch ein Level up. Yay, alles cool. Und ich brauche wieder eine Waffe. Das machen wir dann auch noch. Zack, zack. Zack, ich glaube, ich gehe nochmal kurz zu Twine und Furatz und hole mir eine Waffe für ihn. Hier ein großes Shuriken. Mal gucken, ob wer das Dorf besuchen darf, weil, ganz ehrlich, jetzt kann mir eh nichts passieren. Seid ihr nicht nur gekommen, um Ura zu stiften? Ach egal, ich fürchte, dass wir keinen von euch wieder gehen lassen können. Super nicht nett. Of course not, I'm fucking evil. Oh, ja, yeah, 2x9, naja. Er muss halt noch trainieren, ne? Aber den kriegt er dann mit Linsensonnen. Zack, zack, zack. So, dann. Weiter im Text Sophie. Kriegst du sogar One-Hit? Und ihr seht, dass das eigentlich Kerle sind. Das sieht auf dem Sprite unten aus. Oder auf dem Bild unten halt aus wie eine Frau. Toll, Abel. Wird sicher beeindruckt sein. Nein. Und du reitest nicht mehr auf Abel. Wer darf? Shiro darf. Ja, mit der Wächter mal genervt. Zack. Und zack. Hm.
So, den einen haben wir noch. Ich muss so viel erledigen. Auch einen Haufen Schaden dadurch. Sei denn, er trifft nicht. So cool, wie er da kämpft. So, jetzt nur noch dieser Fletten. Sieh das vielleicht? Der Räuberaxt. Den Axtbrecher oder irgendwas. Silber durch. Die Frage, was machen wir jetzt am besten gegen die? Schwarzen aus mit dem Yato. Treffen alle nicht so gut. Zwei? Man selber 14 Schaden. So viel Wert habe ich nicht regeneriert. Ansonsten glaube ich, hätte sie ganz gute Karten. Auch noch kurz bis zu viel wieder einiger was regeneriert hat. Sieht das macht echt nicht, trifft echt nicht so gut. Ich bin der Räuberachs noch am wenigsten, obwohl die eigentlich einen Waffenvorteil hat. So, also ist ja wieder auf normalen Werten. Riecht aber trotzdem nicht viel. Ist die so schnell? 18 bloß. Auf plus 32 ausweichen. Okay. Sakura. Würde schon mal einen guten Job machen. Ich hatte keine Wahl. Okay. Silas. Du und Sakura, das sollte doch dann reichen. Oh ja, die Räuberaxt. Jetzt muss der doch kalt sein. So, und Shiro würde ich sagen. Du triffst nämlich, hast du eine recht gute Fähigkeit und solltest doch. Versuch's einfach. Irgendwer von euch wird schon treffen. Zack. Danke, dass ihr mich aufgehalten habt. What? Geil, Level für Shiro. Und gedemütigt auch noch, ne? Zack, woran das haben wir, sind die Helden. Du hast mir keine Wahl gelassen, Flora. Ich war so gnädig, wie ich nur sein konnte, aber ich muss es verlieren. Was, warum, womit droht dir Garon? Ich kann nicht. Ach, ich schätze, jetzt ist alles vorbei. Ich habe nichts mehr zu verlieren, also... Garon sagt, er würde mein ganzes Dorf vernichten, wenn ich nicht kooperiere. Siehst du, genau deshalb müssen wir uns gegen ihn stellen. Oh, du verstehst nicht. Garon sagte, wenn ich dich und Felicia nicht mit eigenen Händen töte, dann tötet er jeden in meinem Dorf und macht das dem Erdboden gleich. Ich habe die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen, um viele Menschen auf Kosten einiger weniger zu retten. Aber Flora, wie könntest du sicher sein, dass Garon sein Versprechen hält und dein Dorf verschont? Ich weiß nicht, aber ich hatte keine andere Wahl. Das oder der Tod aller Dorfbewohner. Er gab mir 30 Sekunden, um mich zu entscheiden, oder er hätte mich getötet. Da ich schwach bin und den Tod fürchte, entschied ich mich schmählich für den Verrat. Ich darf keine Schuld, Flora. Ich wünsche nur, du hättest dich uns anvertraut. Nun, es hätte nichts an der Tatsache geändert, dass ich euch verraten habe. Von meinem eigenen Fleisch und Blut so ganz zu schweigen. Dafür verdiene ich es, zu sterben. Flora, bitte sei nicht so streng mit dir selbst. Du warst töricht, aber wir sind noch am Leben. Aber wir sollten uns neu formieren. Siehst du, Schwester, jetzt ist es vorbei. Alles ist vergeben. Bitte rede mit mir. Alle Mann, trete zurück. Flora, nein! Was zum Teufel tust du da? Oh Gott, nein! Flora, was hast du getan? Ich hätte schon im Augenblick tun sollen, dass Garon mir drohte. Vielleicht hätte ich ihn dann mit in den Tod gerissen. So, helft mir doch! Lösch das Feuer! Zurück! Ha! Oh nein, es funktioniert nicht! Das muss magisches Feuer sein, es wird immer größer. Wir brauchen Wasser. Kann denn jemand Wasser bringen? Flora, hör auf damit! Bitte, sofort! Nein, Lilin, endlich habe ich meinen Frieden ge... Stimme! Endlich habe ich meinen Frieden gefunden. Bitte, tu das nicht! Wir können doch nicht immer noch retten!
Meine Eiskräfte reichen nicht aus, um dieses Feuer zu löschen. Laura, warum kommst du nicht zur Vernunft? Bitte versucht nicht, mich zu retten. Das ist genau, was ich verdient habe. Laura, nein! Du darfst doch nicht sterben! Das Ende ist nah. Lysia, meine Lady Lynn. Ich bereue alles. Schwester, nein! Nein! Schwester! Kette, warum? Laura. Was für eine törichte und schreckliche Verschwendung eines Menschenlebens. Schwester, bitte sag mir, dass du es nur ein böser Traum ist. Und so hat König Garon ein weiteres kostbares Menschenleben auf dem Gewissen. Er wird dafür bezahlen! Das schwöre ich bei meinem Leben. Wir kriegen dich noch, Garon. Oh, dass man den Arsch jetzt in den Stimmen nicht mitmacht. Verdammt. Oh. Und ich lese einfach jetzt ein paar Supports schon mal. Zum Beispiel Lynn und Sophie. Ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Sophie versucht wieder Abel zu reiten. Ist wohl Teil ihrer Kavalierausbildung. Brr, 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 brr! Sophie, ist alles in Ordnung? Siehst aus, als könntest du dich kaum im Sattel halten. Ja, Hilfe! Aha! Ich würde doch wohl noch rechtzeitig ausweichen und mich nicht niedertrampeln. Lynn, Platz da! Aha! Aber der Rennfall liegt durchlaufen, dein Leben! Ja! Entschuldige, Lynn, bist du verletzt? Nein, mir geht es gut, aber es hätte mich... Aber hätte nicht viel gefehlt und ich... Oh, den Gott, das sei Dank. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Sieht so aus, als ließe sich Abel nur im schweren Zusammenhalten halten. Ach, mal so, beim letzten Mal lief alles gut, vielleicht liegt es an mir. Aber genug trainiert für heute. Abel scheint gerade nur Lust auf Fressen und Sachen wieder trampeln zu haben. Du wirkst etwas frustriert. Mir ist mittlerweile alles egal, ich will einfach nur zurück in mein Zelt. Den Rest des Tages verbringe ich damit, die Sandkörner auf dem Boden zu zählen. Ist das wirklich das Beste, das mit deiner Freizeit anzufangen weißt? Alles andere vermasse ich doch sowieso nur wieder. Ich möchte niemanden Schwierigkeiten bereiten, also zähle ich lieber Sandkörner. Oh je, ich hoffe nur, sie nimmt sich das nicht allzu sehr zu Herzen. Lynn und Anna. Oh, so viele Frauen. Männerstimmen, Männerstimmen, bitte. Was ist los, Anna? Gerade hattest du noch ein Lächeln auf den Lippen. Ich habe gelächelt? Was, erinnerst du dich nicht? Gerade noch hast du mir einen Haufen verschiedener Waren gezeigt. Und ich habe dir gesagt, dass ich dich brauche. Du hast mir diese teure Schminke gegeben und gesagt, ich könnte später bezahlen. Was, das habe ich nicht getan. Doch, das hast du. Ich wollte wieder ablehnen, sagtest du, die Zinsen gehen auf König Garon. Dann hast du plötzlich freudig gerufen, heute klingelt die Kasse. Das klingt zwar nach mir, aber ich schwöre, das war ich nicht. Hä, was meinst du damit? Es war wahrscheinlich eine meiner Schwestern. Ich habe nämlich viele, wir heißen gleich, sehen gleich aus und machen dasselbe. Meine Schwestern leben überall, wäre also kein Wunder, einer über den Weg zu laufen. Ich weiß gerade nicht. Du wolltest doch wissen, was ist, oder? Genau diese Schwestern sorgen mich. Ich verstehe, dass wir alle gleich aussehen, aber warum haben wir alle denselben Namen? Ich denke ernsthaft über eine Namensänderung nach. Das kann ich nachvollziehen. Nenn dich Zelda, da habe ich eine gute Stimme für dich. Sakura und Asura. Sakura, stimmt etwas nicht, du siehst beunruhigt aus. Mir ist die Spukgesichte, zu erzählen, war ein Spaß für dich, wenn du nicht wahr? Der Spaß für mich war deine Reaktion, aber es tut mir leid, wenn ich dich verärgerte. Weißt du, dass die Leute überhaupt nicht ratschen, als wir jünger waren? Sie sagten, du wärst kalt und unnahbar. Das verletzte bestimmt deine Gefühle. Sakura! Ich wollte ihnen sagen, dass sie Unrecht hatten. Sie kannten dein wahres Gesicht nicht, dann war es ich nicht. Dass du lächelst und lachtest und eine wundervolle Schwester warst. Ich hätte für dich eintreten sollen, tat es aber nicht. Jetzt fühle ich mich schließlich scheußlich. Das ist sehr lieb von dir, Sakura, aber sorge dich nicht, das ist lange her. Ich hätte allen von deinen guten und liebenswerten wenigen Eigenschaften erzählen sollen. Ich war zu scheu und ängstlich, um zu reden. Ich furchtbare Schwester. Das ist nicht wahr. Ich sollte mich entschuldigen. Ich kann sehr distanziert sein. Mir war nicht bewusst, dass es dich so betraf. Ich werde mir mehr Mühe geben. Ehrlich? Ja, das verlange ich aber auch von dir. Ich will, dass du den Mut aufbringst, mit anderen Leuten zu reden, in Ordnung? Unterstützen wir uns gegenseitig dabei. Na klar, ich tue mein Bestes. Danke, Sakura. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zur Schwester zu haben. So, Männer. Jakob und Zweier. Das riecht ganz köstlich. Jetzt nur noch die Kanne befüllen und den Kaffee servieren.
Hallo Twire, hast du auch Kaffee gekocht? In der Tat, lass mich raten. Ich serviere gleich den Kaffee, den ich unter größter Anstrengung kochte. Du kannst ruhig das trinken, was du zusammengebraut hast. Du missverstehst mich. Ich werde den Kaffee servieren, den ich gekocht habe. Und du weißt, dass mein Kaffee besser ist als deiner. Gib es schon zu. Was? Du wagst es deinem Vater so dreisten Unsinn ins Gesicht zu sagen? Ich wollte keine Widerworte geben oder frech sein. Es ist nun mal eine Tatsache. Dass dein Kaffee besser ist als meiner? Denkst du etwa wirklich? Junge, das ist vollkommener Unfug. Vor allem deshalb, weil du meinen Kaffee bis jetzt noch nicht einmal probiert hast. Das ist nicht nötig. Ich kann ihn doch riechen. Da verzichte ich lieber darauf. Was? Das begreifst du doch auch, oder? Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest? Wir wollen doch beide nicht, dass mein guter Kaffee kalt wird, oder? Verdammt, ich mag es ja selbst nicht zugeben, aber der Junge hat recht. Heute und nur heute war Twyers Kaffee wirklich besser als meiner. Aber ich werde es ihm schon noch zeigen. Nimm dich nur in Acht, mein Sohn. So, ich mach die Frauen mal anders. Das schaffe ich nämlich heute nicht mehr. Achso, nee, Shigure habe ich ja anders gesprochen. Junge und Jiro. Hey, Vater! Was ist, Jiro? Bist du hier, um mich wieder herauszufordern? Nein, das ist es nicht. Wirklich, das ist ungewöhnlich. Worum geht es dann heraus mit der Sprache? Die Wahrheit ist, ich bin an deinem Schwert interessiert. An meinem Schwert? Ja, wurde es nach deinen eigenen Wünschen angefertigt? Ich habe noch nie solch eine Klinge gesehen. Sie ist kunstvoll verziert. Das ganze Schwert wirkt besonders. Es ist wahr, das Raichindo ist einzigartig. Die Könige Hoshidos haben es von Generation zu Generation weitergereicht. Oh, das heißt also, dass es eins von deinen Vorfahren benutzt worden ist? Es war einst die Waffe, die mein Vater, König Sumeragi, am liebsten verwendete. Es erfüllte mich mit Ehrfurcht, ihn das Raichindo im Kampf schwingen zu sehen. Ich wollte diese Klinge unbedingt besitzen. Interessant, ich verstehe dieses Gefühl. Eines Tages wirst du dieses Schwert erben. Doch du bist noch nicht ganz bereit dafür. Dir fehlt die Disziplin und die Bereitschaft eines Königs. Dein impulsiver Charakter zeigt klar, dass du noch nicht zum Regieren bereit bist. Wie könnte ich auch bereit sein? Ehe ich diese Welt betrat, wusste ich noch nicht einmal, dass ich einer Königsfamilie angehöre. Ja, das ist wohl wahr. Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich werde mein Können weiter verbessern. Ich werde mich dir beweisen. Ich bin viel stärker geworden, seitdem ich das Geheime Reich verlassen habe. Ich habe dich sogar manchmal im Training besiegt. Du weißt, wie sehr ich mich verbessert habe. Als Krieger bist du sicher gewachsen. Doch das bereitet mir Sorgen, dass du so stark aufs Gewinnen fokussiert bist. Wovon redest du? Ich bin zu einem Speerkämpfer geworden, damit ich dich übertreffen kann. Ich würde aber nicht sagen, dass ich davon besessen bin, zu gewinnen. Oh, du benutzt einen Speer nur dazu, um die Oberhand zu gewinnen? Unglaublich. Ja! Dieses reduktive Denken weiß nur, wie viel du noch zu lernen hast. Diese Einstellung wirst du dieses Schwert niemals erben. Ich brauche frische Luft, ich muss wieder einen klaren Kopf bekommen. Ach komm schon, jetzt stürm nicht davon! Vater! Meine Einstellung ist doch nicht so schlimm. Naja. Wie gesagt, das war's mit diesem Part für heute. Wir haben ein paar Supports gelesen, vielleicht mache ich das immer, wenn ich mit der Zeit habe nach der Mission und nach die lesen. Weil, Kommentator zu finden, das kann gar nicht so leicht. Bis dann, ciao!